Was glauben Sie, ist zurzeit der häufigste Ablehnungsgrund für eine Immobilienfinanzierung? Ob nur mit oder ohne Eigenkapital? Bei mir ist aktuell nicht Corona, nein, es ist der Immobilienwert für das Haus, was Sie kaufen, was meine Interessenten kaufen wollen. Ich habe jetzt gerade gestern noch mal eine Anfrage bekommen von Interessenten, mit denen war ich schon im Gespräch für eine andere Immobilie. Da war es ähnlich, die haben die Immobilie nicht bekommen, weil jemand anders mehr bezahlt haben. Und jetzt haben sie eine Immobilie gefunden, wo der Verkaufspreis sogar 25% unter dem liegt, was die Verkäufer an Kaufpreis haben wollen. Und das ist sehr ungewöhnlich im Moment. Es ist jetzt natürlich so, dass die meine Interessenten da nicht alleine sind. Es gibt noch einen zweiten Interessenten. Und jetzt geht es darum, wer bietet den höchsten Preis, und der bekommt dann nachher den Zuschlag für die Immobilie, dass er sie kaufen kann. Bei den meisten Banken ist es so, dass die einen gewissen Aufschlag noch auf den Immobilienwert, den sie von der Bank ermitteln, zulassen. Das liegt meistens im Bereich so von 20-25%, was sie also mehr finanzieren als was die Immobilienbewerter dann an Wert ausweisen. Und da ist dann aber letztlich dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt, wenn sie dann eine Immobilie kaufen wollen, die mehr als 25% über dem liegt, was die Bank an Wert ermittelt, müssen sie entsprechend Eigenkapital mitbringen, um die Finanzierung dann auch zu bekommen. Genau, sie haben halt im Moment am Immobilienmarkt die Situation, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Und da haben sie natürlich immer das Preisproblem, dass es andere Interessenten gibt. Und ja, der Verkäufer will natürlich so viel wie möglich aus dem Verkauf seiner Immobilie erlösen. Und das führt dann wiederum dazu, dass die meisten meiner Interessenten dann eben nicht beim ersten Versuch den Zuschlag bekommen, sondern erst beim zweiten oder dritten, oder wie jetzt in dem Fall, ich habe jetzt gerade eine Zusage für Kunden bekommen, die haben den vierten Anlauf gebraucht, um überhaupt mal zum Zuge zu kommen, die Finanzierung komplett zu beantragen, dass nicht vorher schon jemand anders dann schneller war und die Immobilie dann vor der Nase weggeschnappt hat. Von daher ist mein Tipp immer an der Stelle, was Sie als erstes machen sollten, wenn Sie eine Immobilie sehen, die Sie besichtigen möchten oder auch vielleicht schon besichtigt haben. Der erste Schritt ist, lassen Sie überprüfen, ob der Wert der Immobilie überhaupt dem Kaufpreis entspricht. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Sie eben genau wissen, wie viel Eigenkapital Sie brauchen, um die Finanzierung überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und daran entscheidet sich ja da schon, ob das überhaupt Sinn macht, sich mit der Immobilie weiter zu beschäftigen. Wenn Sie so einen Fall haben, dann fragen Sie gerne bei mir an. Sie können über meine Internetseite eine Anfrage an mich starten. Die Anfrage ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Dauert ungefähr 5 Minuten, bis wir da den entsprechenden Wert ermittelt haben. Und damit können Sie aber viele, viele Stunden und Tage Zeit sparen, bevor Sie sich mit einer Immobilie auseinandersetzen, die nachher bei der Bank abgelehnt wird, weil der Wert nicht passt. Andersherum ist natürlich auch die Situation, wenn Sie in so einem Bieterverfahren drin hängen, dann müssen Sie erst recht wissen, wie viel Sie für die Immobilie bieten können, damit die Finanzierung dann auch noch klappt. Weil es macht ja keinen Sinn, dann den Bietererfolg zu feiern und dann nachher feststellen zu müssen, dass die Finanzierung dann dort nicht klappt, weil sie sich einfach überboten haben. Wie gesagt, dann können Sie gerne bei mir anfragen. Würde mich freuen, wenn Sie dem Video einen Daumen hoch da lassen, und dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass mit Ihrem Immobilienprojekt klappt, und freue mich auf Ihre Anfrage.